Der 23. Spieltag in der dritten Liga. Herzlich willkommen im Saarbrücker Ludwigspark. Hier kommen die richtigen Farben. Hier sind unsere Jungs. Hier ist die Mannschaft vom 1. FC. Kurze Info für alle, die gesagt haben, um 10 Uhr war noch mal angekündigt. Ja, diese sehr, sehr tolle Aktion wird es geben, aber sie wird uns ganz offiziell als DFB-Trauerminute geben, kurz vorm Anstoß. Auch der Deutsche Fußballbund unterstützt die Aktion unserer Fans. Deswegen, das ist ein ganz, ganz tolles Zeichen. Das machen wir gleich. Jetzt putzen wir erstmal unsere Spieler in den Katakomben. Hier ist die Aufstellung vom 1. FC! Mit der Nummer 1, Daniel! Die 4 hat Pius! Mit der 16, Diane! Die 20 hat Julian! Mit der 22, Dominik! Die 26 hat Dani! 27, Calogero! Mit der 29, Lukas! Die 31 trägt Richard! Die 33 hat Luca und mit der 39 Adriano. Aus den Ball sind mit der 30 Tim Paterov, mit der 7 Kasim Babic, mit der 8 Manuel Zeitz, mit der 9 Marvin Kuni, mit der 10 Robin Scheu, mit der 18 Andy Breuer, mit der 19 Justin Steinkötter und mit der 28 Marcel Gauss. Wir singen zusammen das schönste Lied der Welt. Die exklusiven Plätze heute auf der Herbert-Winkers-Tribüne. Ich bitte euch aufzustehen. Liebe Haupttribüne, auch euch bitte ich aufzustehen. Haltet eure Schals nach oben. Einmal auf Holzbahn. Wir sind we
Mal eine der schlimmsten Taten der letzten Jahre, der rassistische Anschlag von Hama. Am 19. Februar 2020 hat ein Mann innerhalb von 6 Minuten 9 Menschen erschossen, anschließend seine Mutter und sich selbst. Die Opfer waren zwischen 21 und 37 Jahre alt. Im letzten Jahr ist leider auch der FCS in die Schlagzeilen gekommen. Als einige Leute im FCS-Dress eine Gedenkveranstaltung zu Hanau in Saarbrücken angegriffen und gestört haben. Und auch wenn es in den Medien danach wieder hieß, die FCS-Fans, um es klipp und klar zu sagen, dieses Gedankengut, das sind nicht die FCS-Fans. Die FCS-Fanszene steht für Vielfalt, für Toleranz, für Weltoffenheit und für Menschlichkeit. Die FCS-Fans sind sich ihrer Verantwortung bewusst und zeigen durch Aktionen wie heute ihre Solidarität. Erinnern heißt kämpfen für eine Welt ohne Fremdenhass. Voller Respekt wollen wir an die Opfer von Hanau erinnern. An Ferhat Unwasch, an Hamza Kurtovic, an Said Esser Hashemi, an Willi Viorel Baum, an Mercedes Kirpatsch, an Karl-Jan Welkoff, an Fatih Sakatschulu, an Sedat Gürbüz und an Gökhan Gültige. Vielen Dank. Yeah.
Saarbrücken. Nein. Ingolstadt. Nein. Danke. Thank you.
Und komm, komm! Flanke! Schade. Vielen Dank nochmal an alle, die diese Aktionstag heute möglich gemacht haben. Es gibt am 17.30 Uhr in Saarbrücken eine Demo.